Ich bin jetzt so weit, dass ich die Armausschnitte mit euch stricken kann. Und das machen wir dann jetzt auch. Ihr seht hier, dass ich immer versetzt die Löcher, ja, Fallmaschen sind es nicht direkt, Cutouts eher, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, es sind Cutouts, die gestrickt sind. Ich habe dann immer rechte Maschen gestrickt bis zu dem Punkt hin, habe dann 7 Maschen elastisch abgekettet, weiter gestrickt bis dorthin, dann wieder 7 Maschen abgekettet und zu Ende gestrickt, die Reihe zu Ende gestrickt, dann zurück, habe dann wieder an der Stelle 7 Maschen, wie ich es euch schon gezeigt habe, aufgenommen. Genau wie da, natürlich mit linken Maschen zurück, ne? Weil Rückenteil. Und wenn ich dann fertig war, habe ich einfach weiter, die, also die aufgenommenen Maschen rechts gestrickt, weil ich habe das ja immer, ich habe links. Auf der linken Seite habe ich dann die Maschen per Schlingenanschlag aufgenommen. Auf der rechten Seite habe ich dann die Maschen einfach rechts gestrickt, die ich per Schlingenanschlag aufgenommen habe. Ja, und so habe ich das überall versetzt gearbeitet. Und jetzt kommen wir an dem Punkt an, wo wir jetzt die Armlöcher arbeiten müssen. Ich zeig's euch. Wir fangen dann mal an mit Überkreuzung des grauen Fadens. Den schwarzen brauchen wir. So. Wie zum Linksstricken abheben. Faden liegt hinter der Nadel. Auch nicht wahr. Quatsch. Wir müssen ja sofort rechts stricken. Wir müssen ja die Abnahme jetzt machen. Also ich bin jetzt hier. Fünfte Reihe. Hinreihe. Eins. Zwei. Eine Masche abgenommen. Zweite Masche. Dritte, Nummer 4. Ich ziehe mir das also hier immer runter, damit ich dann hier gut durchkomme. So, das ist die eine Seite gewesen. Jetzt geht es mit rechten Maschen weiter bis rüber auf die andere Seite der Nadel, quasi zum Ende der Nadel hin. Und hier habe ich auch noch das Muster zu stricken, den Cutout, wenn man ihn so bezeichnen möchte. Fallmasche ist es jedenfalls nicht. Der Fallmasche sieht anders aus. Ich melde mich dann wieder, wenn ich hier an dem Muster angekommen bin. Bis gleich.